Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge mit Exorion. Hallo. Ich freue mich quasi hier zu sein. An diesem Tag. Nein, hallo. Psst, hey, du bist ein bisschen euphorischer. Oder so. Achso. Ey, da ist wieder mein Lieblingskollege. Ja, solchen sollst du nicht auch gleich. Was? Solchen sollst du nicht gleich. Achso, okay. Hurra, wir haben es geschafft. Weltherrschaft. Ich bin der Größte. Und als erste Amtssammlung des Tages bringst du arme kleine Figuren. Super, schickst du zurück in die Eiszeit. So altmodisch. Schickst du zurück zu ihren Vorfahren, zu den Dinosauriern. Richtig, also zurück zu Eurodactyl, alles klar. Und Monagoras, Kaputops, etc. Kommen die alle her. So, Ice Shard, boom. Das ist sehr effektiv. Na ach, was du nicht sagst. So. Hier sind Gegner schon wieder stärker. Warum auch immer die Gegner unten bei Fuchsania, die schwächer sind. Und schau mal an, wir haben mal hier wieder den Bug. Speichern. Und einmal kurz resetten. So. Schon besser. Noch da? Hört dich nicht. Exo? Hallo? Ja, hallo? Was ist. Ah, das Bild sieht auch wieder besser aus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sagen wir einfach. Digidrew oder so ein Quatsch. Okay. Oder. Die Flippidi-Duda. Sofern du den kennst. Nein. Tja. Das heißt, du sagst jetzt, woher es kommt und dann fällt es mir doch wieder ein. Nee, das ist einfach, ich glaube nicht, dass du die Anspielung kennst, weil, großartige YouTuber verfolgst du ja nicht, du bist lieber so Leute wie Everworld Pictures und so Quatsch. Ich weiß, Schatz feiert. Ich guck auch bei ein paar andere YouTuber, viele gute, auch viele, die unbekannt sind. Das ist halt jemand, der heißt halt, Psycho, und der macht halt, Glitchfests, und dann hat er halt eins zu, welche Person Nuts and Bolts gemacht. Dann hat er einfach nur ein nicht großartiges Manöver gemacht, wie man halt ein paar Sachen früher ankommt, als das Spiel es haben möchte. Und hat gemeint, oh, okay, das next one ist, das next Technik ist called Flippidi-Duda. Und das fand ich ganz lustig, ja. Entschuldigung, tut mir leid. Ah, oh, wer war denn das? Warte. Dem letzten hat wieder irgendein anderes Spiel gebreakt, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ich glaube, er war mitten im Livestream dann. Ah, oh, was war denn das? Genau, der Emero hat gleich im ersten Part, wo er Evoland 2 gespielt hat, das Spiel geglitscht. Und hat gleich mal einen Zwischengegner ausgelassen. Oder hätte es auslassen können, er dann, ist dann zurückgegangen, hat es nochmal nachgeguckt, was er denn eigentlich machen müssen hätte. Er hat, damit gut, er hat aber damit gut 4 Rätsel übersprungen und halt den Zwischenboss. So sollte das Spiel nicht passieren. Vor allem nicht am ersten Tag. War sehr interessant. So, Ampharos. Garados meine ich. Ampharos wird dann der Gegner sein. Finde ich irgendwie. Man sollte nicht allzu viel gegen Ampharos unternehmen können. Und deswegen kommt stattdessen River wieder in den Kampf. Raindance! Okay. Rain continues to fall. Hätte ich jetzt einen Donner, hätte der immer getroffen. Aber ein Ladestoß reicht. Weil da unten halt der Typ mit 3 Kappadors unter Level 20. Und jetzt einer mit einem Garados auf 40. Und noch eins. Wow. Der hat wahrscheinlich einfach 3 Garados. Eieiei. Aber alles kein Problem.
Elgato ist eigentlich auch noch so ein Pokémon, was ich vielleicht mal züchten würde. Ach genau, das wäre mal cool. Doch dann wurden die Spiegel anders. Dunkle Zeit zogen herauf. Ja, aber Gyarados ist eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht momentan. Ja, auch wenn es ja mega wild und dämlich aussieht. Er sieht dämlich aus, aber mit seinem Unlichttyp ist es nicht schlecht. Dadurch ist nämlich erstmal die vierfache Effektivität von Elektro weg. Okay, Pflanze ist halt dafür da jetzt die Schwäche. Aber prinzipiell hast du halt die Möglichkeit mit Knirscher, Drachentanz, Kaskade. Hast einen ziemlich guten Step-Move-Pool. Und die ganzen Eis- und Feuerzähne kann das ja auch benutzen. Insofern hat schon ziemlich gute Sachen. So, Eisfängen werden wir mal nicht. Was Shirayuki eher speziell ist als physisch. Glaube ich, hoffe ich. Keine Ahnung. Ansonsten habe ich jetzt eine gute Attacke und nicht lernen lassen. Naja. Ja, oh. Oh, den darfst du vorlesen. Oh weh, was? Okay, warte. Also erstmal darf ich das Bild wieder ein bisschen festigen, damit das ein bisschen... Okay, ich versuche das, warte. Okay. Nein. Was soll das heißen? Passa, oder was? Anscheinend schon. Passa. Sollte wahrscheinlich irgendein Vogel sein. Ja. Oh Gott. Frag mich nicht. Ich weiß auch nicht, was bei den Leuten losgeht. Nee, ich weiß, was das heißt. Es ist ja, lustig. Was? Wenn du mal dir das anguckst halt mit BASA, dann steht dort eigentlich Moins. Nein. Ich weiß nicht, ob du die Anspielung kennst, aber naja. Das war halt eine Anspielung für den Nemo, glaube ich. Richtig. Aber es hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Doch. Im Englischen war auch Meins, war nämlich auch Mein. Wasser. Ich habe gedacht, es wäre irgendeine Anspielung an Elektro-Sachen gewesen, weil zumindest in den älteren Versionen war das hier, glaube ich, ein Elektro-Trainer. Da hätte es schon mehr Sinn gemacht, aber hier, naja. Mehreren Ibitak, eher weniger. Ach sogar, es ist nur ein Habitak. Hat hier mal Schulbach. Weil ich sowieso nicht den Sinn verstehe, warum hier manche Trainer ihr stärkeres Pokémon vorne reinsetzen und das schwächere hinterher. Because Nintendo. Das macht halt echt keinen Sinn. Okay, aber wir können uns jetzt hier, glaube ich, die Superangel holen. Ja. Yay, Superangel bekommen. Wir werden sie selten brauchen. Naja, steht da halt, ne? Ja. Sind aber halt auch nicht mehr viele. Ja. Mamoria? Alabastia? Vertania? Ja. Ja. Das sind die einzigen, die noch fehlen. So. Aber die Route haben wir auch gleich hinter uns. Und da links dürfen wir dann noch ein Pokémon fangen. Und noch ewig viele Trainer bashen. Nachdem du erstmal den Sieg von diesem Angler geangelt hast. Genau. Also ich hoffe mal, das kann Muchacho schaffen. Mit der Vierfachtyp. Mit dem Vierfachtyp-Vorteil. Also zumal Regentanz mir da ziemlich hilft. Weil ich dadurch ja schneller werde. Sehr schön. Vielen Dank, Rexaya. Lass dich aussaugen. Okay. Man sieht in der nächsten Folge bis dann Schluss. Nein. Ach Gott, jetzt müssen wir auch noch einschläfern. Alter, also, bist du des Wahnsinns? Einschläfern? Es ist Pokémon, es sind eventuell Kinder anwesend, also wirklich. Wenn ich ja komplett einschläfern, einfach nur Video machen und dann einschlafen. Ja, sagen sie also. Ein Undead! Aber egal.
Anscheinend ja nicht. Nein, das macht absolut keinen Sinn. Von wo nimmst du denn diese wahnsinnige Annahme her? Ich weiß nicht, also Elektro-Pokémon kann ich ja pausieren, Feuer-Pokémon nicht mehr verbrennen. Gilt es auch für die restlichen Starteffekte, also Eis-Pokémon nicht mehr erfrieren und Gift-Pokémon nicht mehr vergiften? Gift-Pokémon nicht vergiften ging ja sowieso nie. Stimmt, du hast recht. Das ist jetzt eingesetzt, ich weiß es nicht mehr. Egal. Jetzt mal zu River. Und das mit Feuer ging, glaube ich, auch schon relativ früh nicht. Das mit Elektro ist gar erst neu dazugekommen, im Gegensatz dazu. Und Pflanzen, das Pflanzen-Pokémon nicht mehr von Spornattacken getroffen werden können, ist ja auch ganz neu. Insofern, es gibt auch ein ziemlich gutes Item, was so gut wie keiner spielt, was aber auch eigentlich gar nicht mal so schlecht sein könnte. Das schützt ihn nämlich vor lauter solchen Spornattacken und so und ich glaube vor Wetter auch noch. Hä? Was soll das sein? Das ist irgend so ein Glas, ich weiß gerade aber auch nicht was, Schutzglas oder so, aber es ist sogar einfach nur... Achso. Das ist halt gar nicht mal so schlecht, weil wenn er... Ja... Kommt halt drauf an, wenn dein Gegner halt solche Attacken verwendet, dann ist das gar nicht mal so schlecht, weil dann bist du vor dem Wetter geschützt, vor Hagelsturm oder Sandsturm oder was weiß ich. Und er kann dir halt keine Pilzspore oder sowas reinhauen, wenn er halt Kappilz oder Schlafpuder, wenn er dieser Floor spielt oder irgendwas sowas. Das Problem ist halt nur, wenn sie es nicht spielen, hast du halt ein Item, was du nicht benutzen kannst, also im Endeffekt. Ja, Magmar und Flora. Was für ein Flora, warum existiert dieses Pokémon? Auch wieder nichts, wo ich euch drin lassen möchte, ehrlich gesagt. Irgendwie hast du es mit den beiden. Tja, du hättest einfach mal das Glaziole ablegen sollen. Was? Du hättest einfach mal das Glaziole ablegen sollen. Warum? Aus Gründen. Das Problem ist ja gerade Muchacho, dass Muchacho noch nicht stark genug ist. Wäre das etwas stärker, hätte ich mir hier vielleicht sogar was trauen können. Aber... Hast du mal ihn trainiert? Ich hatte jetzt nicht wirklich Lust, ja, hier einen Flammenwurf und noch irgendwas abzubekommen. Ist lieber gelassen. Im Endeffekt wäre der Feuer-Dingens auch kein Problem gewesen. Das Sonflora hätte mich dann sogar nicht angegriffen und dann hätte ich sogar relativ viel Schaden machen können. Aber lieber nicht herausfordern. Ganz einfach. Lieber auf Nummer sicher. Sunny Day. Hätte das mal eher gemacht, dann hätte der Solarstrahl sogar getroffen von dem Sonflora. So allerdings eben nicht. Das ist ein PC, das erwartest du. Man setzt solche Dinge voraus, die unmöglich sind. Ja, ab X und Y gibt es eigentlich schon relativ gute NPCs tatsächlich. Die haben die schon um einiges verbessert im Laufe der Zeit, das muss man ihnen auch sagen. Ja, für Casual-Standards wahrscheinlich. Höchstens. Ja, also sie haben allgemein sogar eine Stufigkeit reingemacht dann. Also es gibt sogar tatsächlich NPCs jetzt hier, Veteranen und sowas, die dann halt auch mal Angriffe predikten und sowas und Pokémon auswechseln etc. Na dann. Was eigentlich ziemlich gut ist manchmal. Macht sie dann auch nicht so wirklich besser. Ja, freilich nicht, vor allem weil es nicht viele von denen gibt. Ah, ich meine halt nur, es ist halt dann schon eher, also man kann es wirklich, wenn man sieht, okay, Ass-Trainer und Veteran, da kann man dann schon, sich schon mal denken, okay, die haben wenigstens ein bisschen was an Strategie. So, ein bisschen, irgendwie, vielleicht. So, Artillerie, da sollte noch Muchacho mit klarkommen. Das ist auch so eine Entwicklung, die ich nicht verstehe. Remoraid wird zu Artillerie. Ja, ist halt so. Ja, aber warum? Warum wird ein Fisch zu einem Oktopus? Also,
wenn mal Pokémon, was die Entwicklung angeht, ein bisschen logisch wäre, da könnte es sein, dass über viele Generationen die Kernfische einfach mal benachteiligt waren und sie halt dann ihre Umgebung und an diesen Änderungen sich halt adaptieren mussten. Und eventuell war dort ein Oktopus irgendwie die bessere Wahl. Ja, ist aber doch merkwürdig irgendwie. Das ist das zum Beispiel, zu ist, ja, es würde das letztens natürlich mehr Sinn machen, wenn sich halt aufgrund des hohen Wasserverrats, gerade bei Hoenn, dort irgendwelche Pflanzenviecher in der Generation eher zu Wasserfischen entwickeln würden, weil einfach dort so viel Wasser ist. Weil es einfach ein wesentlich größeres Habitat ist. Und das auf dem Land ist ja von ganz vielen Menschen und anderen Zeugs besiedelt. Trotzdem ist es merkwürdig. Man hätte ja auch Remoraid einfach als Vorentwicklung zum Mantax machen können damals noch. Ja. Aber dann halt Remoraid zu Octillery, das war halt doch eher so, was? Warum? Ich meine, die meisten haben ja wenigstens noch irgendwo ein bisschen Sinn. Aber da ist es ja halt wirklich vom Fisch zum Oktopus. Hä? Die meisten werden halt einfach nur von Maus zu einer größeren Maus oder von einem kleinen Vögelchen zu einem Adler oder was weiß ich. Das macht ja halt noch wenigstens irgendwie Sinn, aber von einem Fisch zum... Naja. Ist meiner Meinung nach ein bisschen sehr weit hergeholt. Okay. Ich bin gerade überlegen, es gibt halt auch nicht wirklich viele Pokémon, die so weit auseinander gehen von ihren Vorentwicklungen wie Remoraid. Oder gibt es noch irgendwelche, die dir einfallen? Ja, mir fällt gerade keins ein, was wirklich so eine abgedroschene Entwicklung dann hat. Mir ist es schneller auch nicht. Aber wenn du mir Zeit zum Überlegen geben würdest, dann würde ich wahrscheinlich drauf kommen. Ja, dann überleg mal. Du kannst ja auch zur Not mal einen Pokédex mit zur Hand nehmen oder so. Das wäre eine gute Idee. Ach, oh, endlich muss ich nicht mehr dieses Gameplay sehen. Nein, Spaß. Ich weiß, kein Problem. Seht ihr das, wie ein Tour am Rumpmobben ist? Und dann wundern sich Leute, warum ich depressiv werde. Was wirst du auf depressiv sein, Mann? Deine Mami ist ein Mann. Sollten sie sich genug mal mehr Leute angewöhnen, also das geht jetzt wirklich an Leute, die wegen ihrer kleinen Pupsache schon irgendwie mit einer halben Schlinge am Fenster stehen, am 25. Stock. Sie sollten sich mal weniger darum kümmern, was vor allem Wildfremde sind, wenn es mal irgendwie so nahestehende Personen sind, dann kann man es noch eher verstehen, weil irgendwie Trainer sagt, oh, du bist fett. Was sollte das einen interessieren? Mhm. Wohl wahr. Aber manche Leute sind einfach zu bescheuert. Ja, das ist leider auch wahr. Das ist, glaube ich, hier der Kamerafuzzi wieder. So, dann... Ey, hörst du dich? Durch. Wie, was? Das hat gerade der Typ zu mir gesagt, warum auch immer. Okay, ich glaube, er will's wissen. Anscheinend mit seinem Goldini. Ist schon voll aggressiv mit seinem Goldini, ja. Eine Entwicklung, die teils ein bisschen stumpf ist, würde ich jetzt sagen, ist halt Flamethrower zu Lamos, weil gut, Entwicklungsbedingung ist, dass wenn ein Move das hinten anbeißt. Ja, die Entwicklung ist wirklich stumpf, aber sie ist halt nicht jetzt so, dass es sich komplett ändert vom Aussehen. Es aussieht, ist einfach scheißegal. Die Bedingung ist eigentlich, dass es halt ein Move das anbeißt, bloß das würde zum Wohl des Gameplays gekippt. Und auf einmal ist am Schweif, dadurch, dass halt diese Gegenwart nicht mehr gegeben ist, einfach mal ein fettes Mushas und das Mushas hat auf einmal eine Zweigbewegung, die aber nicht offiziell irgendwie eintreten kann. Das ist kein eigenständiges Pokémon, was halt auch total dumm ist. Aber ja, das ist dasselbe mit Magnetilio zum Beispiel. Oder nicht wie. Na gut, Magnetilio sind halt, dass drei Magneto zusammenschließen. Ja, aber es kommen halt auch plötzlich zwei Magnetilos aus dem Nichts, so in etwa, wenn du jetzt eins gefangen hast. Es geht nur darum, das Mushas bewegt sich ja komplett mit. Ja. Und es ist ja eigentlich was komplett Neues, aber das wird einfach als mit Lamos-Anhängsel mit abgetan. Ich meine, das Fisch da hinten, das denkt, das hat Augen, das blinzelt. Das kann sich auch abstoßen, weil ich nicht. Richtig, aber das hat der Nintendo so gedacht, ach nee, passt schon. Naja. Okay, gut. Was ein bisschen ad absurdum ist, ist halt, wenn einfach mal eine fucking Forelle oder allgemein ein Fisch. Ich glaube sogar ein Kaiserfisch, ne? Egal, sowas wie Kabuto mal zu fucking Gyarados oder was. Aber das hat seine Fisch Geschichte. Ist Fisch. Nee, das hat ja seine Geschichte dahinter. Mit dem Karpfen, die über den Wasserfall springt. Ja klar, warum willst du gleich zu sehen? Achso, daran ist angehen. Das kann natürlich auch sein, das ist richtig. Gut, da gibt es natürlich so Spezialfälle für Pokémon wie Porygon, die sowieso ad absurdum sind, aber da wird wenigstens der Style relativ beibehalten, deswegen kann man es dort okay sehen. Naja, ich gehe jetzt halt wirklich nur davon aus, es wird von einem Fisch zu einem Oktopus. Weil es sind ja auch in der Tierwelt zwei ziemlich unterschiedliche Sachen.
Naja, du hättest auch solche sowas, wenn du jetzt so klein bist, dann wäre sowas wie Drachen zu Drachen auch komisch, von der Seeschlange bis zum Seedrachen zu, ja. Das hat aber auch wiederum seine Geschichte dahinter. Da geht es irgendwie um einen Drachen, der eine Perle hütet, beziehungsweise um eine Schlange, die eine Perle hütet, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal zu einem Drachen wird. Und in der letzten Entwicklungsstufe wird sie ihm dann halt auch gewährt. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Also die Entwicklung fand ich am Anfang auch merkwürdig. Man hat ja immer gesagt, hier von wegen, ja, lieber Garados und so und Dragoran die Entwicklung von Cavador oder so. Falls farblich besser passt, aber es macht tatsächlich aufgrund dieser zwei Legenden tatsächlich Sinn und darauf sind beide angelehnt. Mhm. Also beide Pokémon-Reihen da, Cavador und Dratini, haben ihre jeweiligen Sachen. Weil Dratini, wie gesagt, war die Schlange ursprünglich nur. Die bekommt dann diese Perle, um die sie sich kümmert, in der Hoffnung, dass sie zu einem Drachen werden kann. Und dann eben wird ihr dieser Wunsch durch die Perle irgendwie erfüllt und dann wird sie Dragoran, dann ist die Perle ja wieder weg. Okay, dann gibt's halt auch wieder die Sache, sowas hier halt wie Labita. Ich meine, Labita und Despotar sind relativ gleich aus, aber die Art entwickelt, dass Labita sich zu einem Kokon entwickelt. Pupita, ja, also es verpuppt sich ja. Das ist auch schon. Es ist kein fucking Insekt. Ja, das ist so ein Stein verpuppt. Einfach. Und dann wird's zu diesem ultra-fetten Vieh. Es ist einfach. Ein bisschen... fangen? Oh, Entschuldigung, ich war nicht am Gucken. Ja, ich gucke gerade. Ach, eine. Was denn? Verschenk nicht meine Zeit, Junge. Nein. Kaputops. Das ist. Kaputops. Ha. Das ist interessant auf jeden Fall. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das noch nicht haben. Ja, das. Also, ich guck mal weiter. So. Erstauner dürfte es nicht tun. Ja, sehr gut. Na gut, dann gibt's halt so Sachen wie Rengar zu Pilipper, wo einfach mal aus einer Seemöwe ein fucking Pelikan geht. Stimmt, das war sogar die zweite Entwicklung, wo ich mir dann, als mir die Gedankengänge schon mal für mich hatte, war das sogar die zweite Entwicklung, die mir da eingefallen ist, stimmt. Das ist halt auch so eine komplett unterschiedliche Tiere. Ja. Die haben überhaupt keine Relation zueinander. Eben. Ich meine, okay, man könnte jetzt sagen, sie ist halt ein bisschen größerer Seevogel. Aber ein bisschen merkwürdig ist es trotzdem. Vom kleineren Seevogel zum größeren Seevogel, aber Naja, also wir müssen irgendwann mal Grenzen ziehen. Das mit Labita ist auch schon hart an der Grenze. Ja. Wie gesagt, man sagt auch nicht von einem Wassertier zum nächsten, also vom Fisch zum Oktopus. Das ist ja im Endeffekt wirklich dasselbe. Also das ist die zweite merkwürdige Entwicklung, das stimmt. Auch wenn sie nicht offensichtlich merkwürdig ist, dann am Anfang denkst du vielleicht gar nicht so drüber nach. Wenn du dann ich mal überlegst, schon eigentlich so ein kleiner, so eine Möwe wird auf einmal zum Pelikan, what? Na gut, dann hast du noch sowas wie Geweih und Maskeregen. Nein, biologisch entwickelt sich ein Wasserläufer nicht zu was auch immer Maskeregen darstellen soll. Ja, stimmt, ja. Da könnte man halt sagen, das ist halt so ein merkwürdiges Insekt, aber ja, ist auch merkwürdig, stimmt. Dann gibt es halt noch sowas wie Knilz und Karpels, das einfach generell weird ist aus so einem Mini-Pilz. Ja, okay, das ist aber komplett. Aber ja, das ist noch ein Styling hier, okay, deswegen passt das ja noch. Ja. Aber ich meinte halt nur. Spitzname für Kaputops. Okay, das ist ja mein sehr merkwürdiges Pokémon. Ich hab eine Idee. Mhm. Soll ich das wirklich sagen? Exodescent. Willst du mit Kaputu werden, oder was? Ja, ich mag Kaputops. Außerdem möchte ich wieder mit beiwirken hier. Ich will nicht länger tot sein. Ich halt bin doch nicht Kaputops tot! Mitnehmen würde. Hallo? Wirst du? Ich wäre enttäuscht. Ich hab jetzt schon Wasser-Pokémon mit. Ja und? Ich müsste das von Level 15 wieder neu hochziehen. Schaffst du. Dann gibt's noch sowas wie Fritzelus zu Voltenso, was halt auch extrem geändert ist. Und ich weiß, oh ja, statisch, aber kommt schon. Irgendwo muss man auch mal... Zu einem Super Saiyajin. Und dann zu einem Karton. Dann gibt's halt Knackleon zu Vibrava und Libeldra. Es geht nur von Knackleon zu Vibrava, das ist halt auch wieder... Aber, naja. So, was haben wir noch? Gut, Schmerbe, Welser, auch wieder zwei Tiere, die absolut nicht miteinander related sind. Gut, dann geben wir dir das. Dein Wollen. Und nenne es zumindest schon mal so. Exotops, sehr gut. Exotops, everything. Jedenfalls,
Bücher, nein, gut. Also, okay, dann gibt es noch sowas wie Barsha und Milotic. Ist es auch an diese Legende angelehnt? Würde mir gut zu wissen. Das liegt aber, glaube ich, sogar noch an irgendeiner anderen Legende, aber keine Ahnung. Ja, das... Gut, da können wir natürlich auch sagen, halt, Zwölisch wird zu Zyklop. So keiner Geist zum Zyklopen. Aber das ist halt auch noch im Rahmen absolut okay, würde ich jetzt mal so sagen. Da ist sowieso merkwürdig, dass Tote eigentlich Geister sich entwickeln. Geister sind ja so sehr, sehr merkwürdig, weil, ja. Brechen die Norm. Dann gibt's halt noch so was wie Schnäppke zu Föhn und so. How the fuck? Please. Ja. Gut, dann hast du wieder Kid von Drasche Butolano, wieder diese Kokon-Geschichte, die total unsinnig ist. Vor allem ein Drachenkokon, aber naja. Ja, trotzdem. Okay, gut, Tunnel kann man noch ausklammern. Ich meine, ihm wächst zwar komischerweise die Maßen, wo auch immer, aber es ist ja, es kann man ja hinnehmen. Das kann man noch hinnehmen. Es ist jetzt nicht so krass, weil alles so ein bisschen abwegig ist dann. Aber es geht ja jetzt wirklich von einem zu auf einmal was ganz anderem. Darum geht es ja eher. Nicht um so ein bisschen abwegig, sondern von einem zum ganz anderen. Bumi zu Muterpel. Fucking Pflanzen, Gebüsch, irgendwas zu Motte. Ich glaube nicht, dass Bumi ein Kokon ist. Es ist ja nicht ein Kokon, das Pokémon deckt sich ja nur mit Blättern ein und muss sich irgendwie zu tarnen oder so. Stimmt, ja, dann müsste man halt wissen, was für ein Vieh das ist, weil zu einer Motte kann ja eigentlich nur eine Raupe werden. Ja, ist es wahrscheinlich so eine Art Raupe, ist es nicht auch vom Typ Käfer? Aber es hat, der Typ hat doch gar nichts damit zu tun. Es hat aber zwei kleine Beinchen unten dran, als Bumi. Muss ja auch irgendwie fortbewegen. Der sagen wir einfach sehr, sehr hart an der Grenze. Ja, kommt da drauf an. Also es ist schon einigermaßen okay, weil es halt ein Käfer ist, der sich einfach nur schützt mit Blättern. Das heißt, es gibt natürlich auch so lustige Sachen, so ein kleiner Ballon, bitte einen großen Ballon. Ja, okay, aber es ändert sich halt nicht, das meine ich. Ja, ich meinte nur gerade nebenher, dass es lustig ist, nicht, dass es ein Absurdum ist. So, dann haben wir die Kaumulatentwicklung, die sogar stringenter ist, weil es in alle drei Drachen irgendwas um den Kokon mittendrin ist. So eine Kombination, wobei ich natürlich sagen muss, dass halt eine der smartesten Entwicklungen als solche gesehen ist halt zum Beispiel der Rion. Vierbeiner, der Träger wird zum Zweibeiner, um halt besser fortbewegen zu können und solche zu schwimmen. Und dann zu Rion, ja nochmal besser geschützt, hat jetzt auch halt an den Armen, um sich besser zu verteidigen. So würde Evolution eher Sinn machen. Aber das im Nebenher. Bei Glurak auch. Zum Beispiel wird von einer Echse, kleinen Echse zu einer größeren Echse mit Flügeln. Auch gut Evolution. Normalerweise nicht so schnell Evolution, aber wenn man es sich so über Jahrzehnte überlegt, dann ist das eigentlich eine ziemlich gute Evolution. Ja, ach ja. Und ich traf halt wieder Gardevoir. Ach, Gardevoir. Als der Fan-Favorites. Aufs Grün. So, gucken wir weiter. Frage, ist das ernsthaft so, dass Victini vor Serpifeu aufgelöst wird, statt Victini Staffel 5? Ja, aber es ist trotzdem das erste. Achso, okay. Das hat ja sogar die Pokémon Nummer 0, also die Dex Nummer 0 aus dem Dex irgendwie. Das hat 495, also im offiziellen. Ja, in dem nationalen Dex halt. Aber in dem Dex war es sogar die Nummer 00. Gut, dann hast du halt wieder sowas wie Serpifeu wird zu einer fucking Schlange, warum auch immer. Es ist ein zweibeiniges irgendwas. Ja. Aber das ist auch noch hinnehmbarer. Genauso wie halt aus so einem komischen Otter so ein vierbeiniger whatever Unrei ist. Aber kann man wahrscheinlich sogar noch hinnehmen. Ja, aber es wird auch von einem Otter zu einem Seelöwen, also das ist schon ein bisschen. Ach, naja. Das soll ein Seelöwe sein. Ich denke mal schon. Okay, Seelöwen sind ein bisschen was anderes, aber okay. Naja, so in die Richtung halt. Also natürlich, wir haben Seejungen und sowas, die eigentlich die eher Seelöwen sind, aber ein na gut, dann hast du halt sowas wie Kiesling, wo eigentlich die Felsformation, die daraus entsteht, irgendwie ja, ist eigentlich ist Stein, wieder, aber ja. Stein, also. Ja, ja, ist generell so, Steine werden größer, ja, aus sich selbst hinaus. Ja, ja, ich weiß, ich... Wobei, Steine wachsen. Ich nehme mir trotzdem die Freiheit, ein bisschen zu scherzen. Steine wachsen. Aha, aber nicht unter normalen Konditionen. Steine zum Beispiel wachsen. Sind im Endeffekt auch Steine. Und sie wachsen. Na, Stalagmiten sind nicht direkt Steine. Das sind ja eigentlich eher Mineralien. In der Richtung sind sie ja trotzdem. Also es ist halt nicht jedes normale Stein, sondern. Mineral. Hm? Jeder Stein ist irgendwo ein Mineral. Ja, ist ja auch egal.
So, ich bin mal dafür, wir machen jetzt hier erstmal das Relaxo. Das kannst du tun, ich gucke wen das noch weiter. Na gut, dann wird auf einmal aus seinem Wollbaum wird ein irgendwas mit Körper, aber es kann auch noch hinnehmen, weil da ja die Haare, der fette Afro noch mit dran ist. Und das komische. Manche sind einfach total weird, wie sie sich weiterbeginnen, so Papibian zu Vampibian. Das ist irgendwie so ein Sprung von Zero to Hero. Aber naja. Und halt aus. Boah, dieser deutsche Name, ey. Makabaya. Das ist ja eigentlich nur so eine spielende Maske, wenn man sagt, Kacken fahrt mich vier Arme. Oh, was war das für ein Schild, mein Film? Ah, Luxtra. Hi. Haben wir das nicht schon? Wir dürfen sie eh nicht fangen. Wir haben ja das andere, das Kabutops. Ach, ja. Kabutops ist auch viel cooler. Frage ist jetzt, wie bekämpfe ich das, aber ich glaube, das Kaufu sollte da einen ganz guten Job machen. Solange er jetzt plötzlich Eiszahn hat. Etwas anderes Ekelhaftes. Ich hab's nicht gesehen, ich bin noch ein Kumpel. Swagger! Also, Alza, Luxtra, Swagclaws, Sketch Effects Great. Na, da wechseln wir halt erst mal. Ist mir vollkommen egal. Gut, da gibt's natürlich auch Pokémon, die sich eigentlich nicht entwickeln, sondern wo man es nicht entwickelt, sondern mutieren nennen würde, aufgrund der Absurdität. Halt Zapladin, am Ende zu Zapladin, das ist ja auch schon von kleinen. Ja. Soll ich das ausstellen sollen? Aber wie gesagt, ich gehe jetzt wirklich nur von einem Ding zum nächsten. Mit gar keiner Relation. Wenn sie halt sich ein bisschen absurd entwickeln, naja, okay. Wir haben jetzt bisher Möwe zu Pelikan, wir haben was war noch das letzte Beispiel? Fisch Remoraid, zu... Remoraid zu Octillery, genau. Okay, dann haben wir eigentlich noch sowas wie Lichte zu Sklavra. Aus der Kerze wird ein Kerzenhalter? Ständig? Ja, das ist aber halt wieder alles wieder am Morph. Aber er entwickelt aus sich selbst heraus ein komplett anderes Material und in einer komplett anderen Konstellation. Wenn ein Tier zu einem anderen Tier wird, ja, das organischen Gegenstände. Achso, die werden schon mal excluded, alles klar. Weil da macht das schon. Rotom ist zum Beispiel, die Entwicklung ist eigentlich schon eine Verwandlung, aber er possesst die ja nur. Ja. Deswegen ist es da zum Beispiel noch halbwegs erklärt. Ich habe irgendwo mal gehört, dass Meloetta irgendwo gebannt wurde. Weißt du was darüber? Nee, wurde nicht. Ich weiß, dass Genesect gebannt ist. Also als nicht als halt gebannt, sondern als über. Ja. Als über. Ich weiß nicht, ob Meloetta über ist, ich glaube aber eher nicht. So, wir dürfen noch ein Pokémon fangen in der Dicknerhöhle. Ich sehe aber gerade, dass wir 33 Minuten schon haben. Aber das machen wir jetzt. Wir machen das hier noch fertig. Übrigens möchte ich sagen, dass also die Entwicklung möchte ich einfach nur so anprangern, Skobble zu fucking Rabbit. Das ist echt schon eine Beleidigung an Mutter Natur. Haben die einen Tanzer? Ich glaube nicht, ne? Tanzer? Boah, da fragst du mich Dinge. Ich darf nämlich einfach einen Taker ansonsten fangen. Keine Ahnung, will ich schon haben. Soll ich mal schnell nachgucken? Naja, deswegen frage ich dich ja, du hast ja eine Liste. Ja, schon gut. Die Liste, wenn ich sie finde. Moment. Masis, Holz, Silber, Box, Pokémon. Okay, es hat sich erledigt. Ich wollte es jetzt nach. Ich habe es nämlich leider gewone-shottet. Warum ist. Ist Eis normal effektiv gegen Stahl? Ne, es ist doch sehr effektiv gegen Käfer, oder nicht? Nicht, dass ich wüsste. Das ist erstmal das davon, was höher. Sicher? Oder ich hab's jetzt einfach nur nicht angeguckt. Ich hab's jetzt einfach nur nicht gesehen, das nicht effektiv. Und zwar halt trotzdem zu stark. Oh. Merkwürdig. Na gut. So, dann haben wir im nächsten Part eigentlich nur noch. Nein, wir sind fast fertig. Ich bin schon bei Gen 6. Achso. Okay, natürlich kann man dann sowas sagen, wie Skora aus einer Schnecke wird ein Drache. Aber, ja. Es ist ein Schneckendrache, aber ja, stimmt. Das ist auch schon ein bisschen over the what the fuck. Jürgen, hast du noch so fragwürdige Dinge wie Paragonix zu Tromborg oder so kleinen Dingen? Also, oder soll es ein Baumstumpf darstellen, die erste Entwicklung? Das habe ich nie erkannt. Ich finde, das eigentlich schon wieder aus wie ein motherfucking Geist, der einfach ein Baumstumpf übernimmt. Oder halt keine Art
gibt so Akt. Was? Aktilas? Ja, Eis, aber das ist ja auch schon wie Sprügge-like-Wort. Ja. Aber das kann man auch noch hin, wahrscheinlich. Aber so richtig von einem Tier zum nächsten gab es eigentlich jetzt nur drei. Was ist eigentlich, Hopper mit diesem Vieh? Ist das scheiße oder warum hört man davon nichts? Es ist momentan im Über. Achso, wurde aber bisher nur in Japan ausgegeben. Die entfesselte Form sieht übrigens ziemlich cool aus. Hm? Ist das die Fähigkeit Zauber? Die entfesselte Form ist sogar interessant. Tritt das Zauber-Pokémon kein Item und setzt eine offensive Attacke ein, steht es das Item des Ziels. Hm. Und der neue Träger dieses Items. Ach du Scheiße! Ja. Böse, bei Seer und Chris mit Wunsch wird Zauber nicht aktiviert. Holy shit! Ja. Alter, wenn du so einen Stall hast oder Sweeper oder jemand mit Shows gab oder so Quatsch, das ist ja. Das ist ein automatischer Abschlag plus Raub. Holy fuck. Also Abschlag nicht, weil eigentlich eher nur Raub, weil es funktioniert ja nur, wenn du keine Item hast. Aber das Ding kann, glaube ich, sogar Mogelhieb einsetzen. Das heißt, Normaljuwel mit Mogelhieb und schon klaust du dem Gegner das Item. Und machst gut Schaden. Mhm. Und zudem, das Interessante an der Entfesselung ist, du kannst es entfesseln lassen in Metaros City. Mhm. Und dann bleibt es 3 Tage lang in der entfesselten Form und geht dann wieder zurück in sein normales. Es sei denn, du steckst es in die Box, dann geht es sofort wieder zurück ins normale. Und du kannst aber dann wiederholen oder hast du irgendwie da noch so einen Cooldown von einer Woche oder so? Du kannst dir dann jederzeit wiederholen. Aber es ist trotzdem merkwürdig. Keine Ahnung. Ja. Aber ich muss mal sagen, 150 Base auf Spezialangriff ist ja gar nicht mehr so schlecht. Nee, das ist definitiv das ist nicht schlecht. Also ist ein bisschen schlechter als Mega Glurak zum Beispiel, aber ja. Aber ja, trotzdem, ja, da Spezialverteidigung von 130 ist okay, Angriff von 110, aber Alter, normale Verteidigung, Initiative und KP sind echt lausig. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum es nicht ganz so toll ist. Aber in Überkämpfen wird's, habe ich es auch schon ein paar Mal gesehen. Und das also wenn du es buffen kannst, dann sweept it aber, okay gut, die Initiative fehlt. Ist ja natürlich, du hast einen First-Hit-Angriff. Ja, Mogelhieb dann wahrscheinlich, aber sonst hat es glaube ich keine großartigen. Keine Ahnung, müsste ich mir nochmal angucken. Ich habe mal einen Kampf gesehen, Hooper gegen Hooper, ich komme auf Attacken. Keine Ahnung. Ich komme auf Attacken. Ja, ich würde aber sagen, jetzt beenden wir erstmal hier den Part. Aber. Rein, okay. Ich jetzt unbedingt Hooper hier noch reinbringen. Ja, also es ist Lerntrickbetrug, Abgangsbund, Seitentausch, was macht das? Keine Ahnung. Dimensionsdorf, 80 Stärke als Standardangriff. Okay, Konfusion, Erstaunung, Magiemantel, Zwischtor, Licht, ja. Nicht Schild, nicht Licht. Wertewechsel, Kraftteiler, Schutzteiler. Oh, Schutzteiler kenne ich gar nicht. Ich kenne Kraftteiler. Phantomkraft. Hm, geht auch übel. Oh, ist Geist und physisch. Ne, oh, das ist die Attacke von Keratina, glaube ich. Nein, die war deutlich stärker von Keratina. Das war eine andere. Ja, das war eine andere. Ich dachte, das wäre die gewesen. Das war nämlich die, wo er erst verschwindet und dann wieder auftaucht. Und es kann Dimensionsdorf von Level 0 aus und Leer ist auf Level 85. Das ist aber speziell. Moment. Ich guck mal kurz bei Gigantina kurz nach. Das will ich jetzt wissen. Das ist die spannendste Frage, die es jemals gab in der Geschichte aller Let's Plays. Ich dachte, dass es sowas gewesen wäre. Moment, ich guck mal kurz. Alle Pokémon. Da. So, ich bin bei fast fertig. Mhm. Darkrai. Gigantina da. Phantomkraft, glaube ich, war das nicht. Ich bin mir unsicher. Nein, das war Schemenkraft, das 120 Stärke. Schemenkraft, ne, okay. Es war aber vom Aufbau dann her dasselbe. Ja, aber es heißt wahrscheinlich einfach nur die schwächere Form, so nach dem Motto, er ist ein Giratina-Wannabe. Hm. Na gut, dann würde ich aber sagen, jetzt hier in diesem Part, an dieser Stelle beenden wir den Part. Na, und du hast dazugelernt, die Zuschauer. Die sind jetzt alle wesentlich schlauer als vorher. Ja, und im nächsten Part machen wir noch die letzten Trainer, die hier so rumrennen, kaputt. Und dann geht's ab durch die Dicta-Höhle nach Marmoria City und Mondhöhle etc. Warum nicht? Dann sind wir auch irgendwann mal bald fertig und können dann noch die Arenen aufnehmen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.